es euch. Hallo, guten Abend. Ey, das Beste, muss ich gleich vorweg sagen. Das Beste an Summoners War jetzt wirklich dieses Autofarm-Ding. Ich kann gar, das ist so geil, weil ich weiß, dass im Hintergrund jemand für mich farmt. Das ist voll genial, oder? Gesamte Abnutzzeit, beste Abschlusszeit 2 Minuten. Oh man. Okay, also mal sag hier, wir gehen wie immer 3, 4, 7, 8, gell? Weil wenn man das in eine alte Handytasche eingeben würde, dann wäre das Fist. Seid ihr bereit? Boah, du hast den Standardcharakter auf Level 50 gemacht. Was ist mit dir los? Mach das Special-Ding nicht. Okay, gut, dann machen wir es normale. Okay. Ist aber dumm, jetzt muss ich so weit drüber fassen. So, viel Glück. Wir drücken dir die Daumen. Irgendwas, was Damage macht. Deafness zum Beispiel, also macht doch ganz gut Damage, oder nicht? Luma, auf was ladest du das runter? Auf dem Handy, oder? Oder auf dem PC? Lightning, gibt es überhaupt noch Lightning in dem Spiel? Oder ist das auch, haben sie das auch rausgenommen? Auf dem Handy, okay. Gibt's Lightning noch? Oh, Gott sei Dank. Gehen wir davon aus, Chakram, oder? Wohl Food, braucht man jetzt noch Food für die Dinger? Ich glaube, die Zeit ist auch vorbei. Segen der Beschwörung, 4 Sterne. Das hoffentlich, hast du hoffentlich geschenkt bekommen. Oh, Chemie, oha. Okay. Ja. Ich muss echt aufpassen, ich bin hier nichts mehr gewöhnt. Uff. Gut, also. Könnte man nebenher so ein bisschen labern, was es in Summoners War außer die Street Fighter Neues gibt und der automatische Farm-Modus. Weil ich bin wirklich absolut null mehr auf dem neuesten Stand. Okay, Samurai. Artmaster Beast Rider. Beast Rider, Moment, das sind doch die Mädels, die auf der Katze da rumrennt, oder? Die kenne ich nämlich noch. Wie sieht so von der Spielerzahl her aus? Extrem gefallen oder? Wenn ich so meine Freundesliste angucke. Ich habe jetzt noch 20 Leute auf der Freundesliste. Klar, das muss nichts heißen. Und deine 20 Leute sind 10. Knappe 60 Tage offline. Ist mal keine gute Statistik. Klar, viele werden mich wahrscheinlich runtergeworfen haben, weil ich selber nicht mehr online bin, aber... Arnold. Wobei, doch ziemlich nice ein Dungeon, mit dem man keine Runenanforderungen braucht, halbwegs Free-to-Play machbar und da gibt's echt guten Loot. Das ist der Artefakt-Gedöns, oder nicht? Was du meinst, Katsuki? Oha, okay. Dann ist es in dem Fall einfach bloß diese Spieler vom ersten Tag, die alle aufgehört haben, oder? Weil, also mein Freundeskreis spielt keiner mehr. Dimensionspredator, what? Hab ich da was verpasst? Ja, diese Early Birds und so quasi meine Communities, ein bisschen auf ein paar Spieler. Eigentlich kaum noch Leute da, die das Spiel aktiv spielen. Klar, kein Vergleich zu früher. Wenn ich da überlege, wie das da am Anfang war, die Line-Gruppe. Ich quasi morgens aufgestanden und hatte 400 bis 500 Nachrichten in Line von dieser Gruppe drauf. Und das einfach jeden Tag. Und 1000 am Wochenende und so weiter. Das kann man natürlich heute nicht mehr vergleichen. Heute kriegst du, wenn überhaupt, ein Hallo oder so, wenn du was schreibst. Oha. Das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Cool. Und wie ist noch die Rate jetzt von den
gute Rune. Klar, jetzt gibt es wahrscheinlich mehr 6-Sterne-Rune durch dieses 12er-Dungeon. Wie ist jetzt die Rate von gute legendäre Rune? Das ist ja die Frage. Deutlich besser. Also auch wirklich Rune, die man im End darf man jetzt nicht mehr sagen, aber im Über-Mid-Game, da wo ich früher ungefähr war, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, da wo ich war, also ich brauchte ja schon mehr als Mid-Game, eher so Richtung High-End-Rune, droppe die oder sind das gute Legendäre? Oder sind das die, die quasi in Quadroll in Speed kriegt und dann die meisten sind crap. Das denke ich mir eben auch, das kann ja nicht sein, weil Exi hat mir jetzt schon versucht, das Game wieder schmackhaft zu machen. Der sagt ja, du kriegst die ganze Zeit 6 Sterne Rune. Aber das kann ja nicht sein, weil sonst hat ja jeder dann instant sein ganzes Gear voll. Und so wie ich mich kenne, kriege ich wieder keine, wo irgendwie Speed droppt oder so. Da kriege ich wieder Quadrolls auf HP und Defense und oder so ein Scheiß. Oh, holy crap. Also ich meine, Rieke hat er gehabt. Hat er Helena gehabt? GZ natürlich erstmal. Windpanda. Das Pony. Hast du das Pony schon mal, Sakiri? Oder ist es ein besseres Dupe? Komm, sag, das ist noch nicht die Helena. Wie heißt sie, Helena, oder? Ich glaube schon. Oder? Nee. Ist neu, oh mein Gott! Was, einen wählen? Ja! Heißt sie Helena? War das nicht? Nee, das war Feuer. Wie heißt die Wasser-Tussi? Amelia. Weißt du, Feuer, das keine Sau verwendet. Achso, nee, das stimmt wahrscheinlich auch nicht mehr, gell? RTA wahrscheinlich. Ja, GZ. Amelia. Windpanda. Kombination sehr gut. Wie heißt dieser? Eieieiei. Von Odin die Wasservariante oder mit Odin zusammen funktioniert es wahrscheinlich auch ziemlich gut. Ich hoffe, du hast einer von denen. Nee, Odin habe ich dir gezogen, gell? Oh mein Gott, dieses Siebgehirn, es ist verheerend. Bollwerk. Aber Odin wusste ich noch, hä? Hätte ich auch gern gehabt, ganz ehrlich. Aber ne, ich habe 18.436 Deafness. Was hast denn du da für Müll im Inventar? Jesus. GZ. Danke. So freut mich das. New Toy. Triple Second Awaken Ikaru. Ikaru war Wasser Inugami, gell? Aber das, also Ex hat irgendwas erzählt, aber das sei für Normalos nicht so einfach machbar. Oder? Also ich gehe davon aus, ich könnte wahrscheinlich nicht mal ein Ikaro so Rune, wie man den da haben müsste für Dragons 12 in 30 Sekunden oder was, oder? Mit strange Leftover Runen. Okay. Na, hätten gerade ich aber eher so, meh. Da ist nicht pfeifbar als Premium. Aber ein bisschen mehr Lightning. Schon boring. Wieso scheint meine Genshin-Karte offen? Na? Net 5 bitte. Jesus, was ist das für ein Lightning-Rate? Oh. Jetzt will ich es auch nicht mehr. Dammit. Scheiße, ich will Genshin spielen.
Obwohl, mein Content in Genshin wird jetzt übel langweilig. Weil ich farme gerade Kisten. Accuracy und Speed. Accuracy für Armor Break, oder? Kann der auf dem Standardangriff Armor Break? Schon nicht so, dass ich das Spiel lange gespielt habe, aber... Was bringen die Kisten? Also du musst quasi... Erstens mal gibt es einen Erfolg. Zweitens gibt es da drüber EP. Also Erfahrungspunkte für deinen Charakter, also Abenteuerlevel, mit dem du dann wieder neue Quests freischaltest. Und natürlich gibt es da allerhand Upgrade-Zeugs und Rollen, mit denen du deine Charaktere hochpushen kannst und so weiter. Level ohne Quest, also tatsächlich über Kistenfarm. Nikio, du musst quasi... Also wenn du mal über 30 bist, musst du quasi Kisten farmen, um dich auf das nächste Level zu hieven. Dann geht wieder eine Questreihe auf, die kannst du wieder machen. Und um dann der Rest von dem Level zu machen, wieder Kiste farmen. Und natürlich diese EZ Piratencap, diese, oh, wie heißt die? Warte mal, lass mich in Englisch gucken. Animoculus und Geoculus quasi, die muss ich ja auffarmen. Gibt ja auch Erfolg und... Seit Level 22, das kann aber eigentlich nicht sein. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also sag mal so, bei mir ist erst zäh geworden ab 27, würde ich tippen. Das kann ja gut sein, wenn es bei dir mit 22 schon so ist, dann hast du quasi nichts gemacht, außer Quests. Weil mit 22 war da mein Story-Modus schon. Hast du den Drache schon besiegt? Immer hat Summoning und Mahathir Genshin Guide. Zwei Leute liebe direkt. Du hast mit 22 den Boss besiegt. Bei mir so lange schon her. Ha. Also ich hätte gemeint, das hätte ich später gemacht. Ja. No. So, jetzt kommt noch Ended 5, bevor man in die legendäre Rolle rübergeht. Wäre jetzt echt okay. Ah, ja. Wenn ihr wüsstet, gell, den ganzen Tag kriege ich quasi keine Nachrichten. Weißt du, das sage ich, glaube ich, öfters im Stream. Kaum bin ich hier live, kommt Frage auf mein Handy. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wieso? Kennt ihr das zum Beispiel, wenn ihr am... Wenn ihr irgendwo sitzt und ihr wartet auf irgendwas. Und dann denkt man sich, ach komm, fuck it. Man steht auf, der Sensor im Sessel oder im Sofa geht an. Und in dem Moment passiert es. Und du bist aber aufgestanden und weggelaufen. Mikio, wie weit bist du mit der Quest, wo man diese Türme, die Kugel einfügen muss? Hattest du die schon? Die kannst du unmöglich haben. Chappy hat mich eingeladen. Da. Fuck, Chappy! Das sind diese neuen Statuen, wo man da so eine Kugel einparken muss und dann so ein Elite-Bosskampf mache, wo man am Schluss ein legendäres Artefakt kriegt. Und was man auch noch haben kann, Quests von The Dailies quasi. Je mehr Dailies, Spoiler doch nichts.
Guck, er weiß es nicht. Mikio hat den Story-Modus so nicht durch. Ich wollte es gerade sagen. Viel Spaß beim Suchen von deinen Teilen. Ja gut, dass man da ein legendäres Artefakt kriegt, Katsuki, das ist ja quasi, das pusht dich ja eher noch schnell mal den Content durch zu rushen. Und sich dabei denke, oh fuck, mir fehlen nur 800 Kiste. Jo, hab ich auch. Also quasi habe ich in Mondstadt, habe ich meine Kiste voll. Ich habe alle Animus und Geos durch. Und bin jetzt gerade dabei, die... Oh Gott. Nicht aufs Handy gucke im Stream? Nein. Wenn ich schon Facebook lese, kriege ich Anfälle. Na? Was haben wir noch? Orion kriegt. Und... Okay, dann hier. Welches gute Windnet-Pfeife hat Masakiri eigentlich noch nicht? Also ich will heute mindestens ein Deafness her, ganz ehrlich. Ich brauche irgendwas von meinem Thumbnail, Mann. Und Mikio, was auch noch als guter Tipp ist, die Karte quasi komplett aufdecken. Da gibt es so viele Quests, die quasi nur aufploppen, wenn man irgendwie in dem Gebiet unterwegs ist. Oder auch irgendwelche Leute anspreche oder irgendwelche Schriftstücke auf dem Boden antippe. Teilweise kommen da Quests raus, also... Hab's so im Gefühl, du bist nur so ein Quest? Questkarte ist schon komplett offen. Dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, einfach mal ein bisschen anfangen. Kiste zu farmen und vielleicht dadurch die fehlende Quests irgendwie noch zu kriegen. Weil eigentlich mit 2, oh mein Gott, mit 220 darf man noch nicht in ein Loch reinfallen eigentlich. Also ab 30 ist es dann echt heftig. Da musst du dann diese Sache machen. Sonst gibt es kein Devil Up mehr. Also zumindest meine Erfahrung, weiß ich nicht, ob das... Aber seit 30 muss ich mich schon richtig anstrengen. Na, Deafness, wo bleibst du jetzt? Jetzt komm. Das wäre jetzt echt nice. Ich will das für mein fucking Thumbnail haben. Oh no. Haben wir noch genug Platz? Ja, 100. Also. So, na, rushen wir mal weiter. Oh! Succubus. Komm, Deafness. Nichts geht über Deafness. Endlich wird mein Lager mal wieder voll. oh Gott, alle regen sich drüber auf. Du kannst dich mal bei mir einloggen und bei mir mal richtig aufräumen, ey. Ich hab 3000 Energie. Das Beste war vorher, ihr wollt mich versuchen, auf meinem Account einzuloggen und hab dann erstmal mein zweites Passwort nicht mehr gewusst. Scheiße, ihr müsst mir das zurücksetzen lassen. Eieieiei. Na? Oh, it's dead. Damn it. Oh. Okay, GZ Gildung. 5 Sterne Food ist doch ganz okay, oder? Rosche Amelia. So, okay. Jetzt sind die ganzen Schrottroller weg. Wie sollen wir weiter vorgehen? Machen wir Street Fighter Schriftroller oder sollen wir legendäre aufmachen und LD am Schluss oder LD und dann?
Legendäre? Wie hätte ich es gern, Masakiri? Dein Wunsch sei mir Befehl. Guckt wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu. Also rein theoretisch dürfte ich keine so große Verzögerung haben. Je später ihr antwortet, macht die Street. Okay. So, also da könnte quasi nur diese hier rauskommen. Über welche darf ich mich freuen? Das ist jetzt die Frage. Welcher Typ ist denn das, der wo so heftig Damage macht? Sind es die Mädchen hier? Je höher Angriffstempo. Die muss es, glaube ich, sein, die so krank Damage macht, gell? Die, wo so extrem schnell sein muss. ...9,24 Sekunden Latenz. Jesus, Mikio. 9 Sekunden ist aber viel, oder? Mit F5 gedrückt? Also meine Internetleitung ist... Muah. Ich habe nicht ein verworfener Frame. LND... Okay. Und hier können die LDs genauso mit den Mischungsroller kommen. Und Dark Dalsim. Ah. Okay, easy, oder? Ist das leid? Das ist Wasser. Oh, no, ist Wasser. Es lebt der von damals. WB. Feuer? Das erkenne sogar ich. Jetzt komm, das kann jetzt nicht sein, dass man nur Wasser und Feuer kriegt. Feuer? Das wollen wir doch nicht. Jetzt komm. Oh, der Feuer, oder? Nee, Wind. So, LD oder Legendary? Mach jetzt einfach eine Legendary, bis du schreibst. Soll ich da Special Beschwörung machen oder normale Beschwörung? Weil eigentlich droppen die hier ja auch. Oder sind die gar nicht so gut, aber wenn man sie geschenkt kriegt, nimmt man sie? Ich bekomme nie was. Du musst es Schwäbisch schreiben. Ich krieg nie was. Normale Beschwörung. Okay, go. Wie Glück, was mit Bums bitte? Amelia hat jetzt wirklich so viel Bums gemacht. Die macht nur, dass andere Sachen mehr Bums macht. Oder länger Bums machen könntet. Mhm. So wie sowas zum Beispiel. Boah. Na, jetzt kommt der fucking. Wie heißt der? Oh, ich konnte. Wie ist er? Oh, okay, irgendwas mit O. Orochi. Fuck. So schlecht. Oh mein Gott, keine Chimäre. Fall jedes Mal drauf rein. Hi, Captain Bias. Hello, Skogul. Huck, das weiß ich. So, jetzt Sache. Danke für den Host. Ja. Oh Mann, das ist kein Net 5. Was ist eigentlich das für ein Werkzeug? Kann mir das einer mal sagen? Das ist doch kein Instrument, das ist doch krank. Surfbrett. Oh, Roji. Kein Net 5, ich glaube, ich kotze. Guck mal, wie meine Dinger noch funktioniert. Ist nicht Five, nee. Ja, GZ, Amelia. Dafür kriegen wir uns ein LD nicht Five. Wie wäre das? Welche sind denn da aktuell? Wir sind erst Inventarlehre, sind zweimal unterbrochen. Welche LDs sind jetzt so quasi die, nach denen man sich ultimativ die Finger leckt? Ich habe, by the way, in 5,5 Jahren, Samonus vor, kein LD nicht Five bekommen. Ich habe mir die Hände nicht gewaschen. Oh, eigentlich schon. Lass mich in Ruhe.
Mikyu kann die hier empfehlen. Okay, warte mal. Also ganz ehrlich. Hauptsache mal wieder eins. Das darfst du mir nicht sagen, weil dein Passwort, da steht ein Monster drin. Hier auf jeden Fall normale Beschwörung, oder? Du bist auch ein Belzebub. Ist der noch so gut wie damals? Ich gehe mal aus, normale Beschwörung, oder? Frag lieber, ich habe echt Angst. Das sind die teure Roller. Da macht man keinen Fehler. Ja, okay. Wenn ihr ein Lightning kommt und nicht pfeift, dann geht's richtig ab hier. Und übrigens, ein paar Leute müssten ein paar Fists bekommen haben. Also ihr könnt quasi würfeln. Weißt du, es gibt nicht so oft die Möglichkeit, hier was zu würfeln. Weil ich bin ja nicht mehr so oft online. Gianna. Wer ist Pater? Gamble all. Du bist in dem Fall zu spät gekommen. Gamble all. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, jetzt haben alle verloren. Der nächste gewinnt, ich schwör's euch. Oh! Leck mich am Arsch. Sei Drecksling. Fuck. Ja, Cagway, ja, genau. Jamie. Können wir jetzt bitte ein Lightning bekommen? Hier wird man überall gefistet. Im Chat wird man gefistet. Hier drin im Spiel wird man gefistet. Der nächste gewinnt. Gamble all, komm. Warte mal. Kann ich nicht akzeptieren. User. Wie viele Bots sind hier bitte drin? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sag mal, jetzt hat jeder verloren bisher. Hey. Ich hätte so lang, bis einer, das gibt's ja wohl nicht. Wie ist die Rate da? Ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich es einstelle. Stream Elements, oder? Fuck you mit deinem scheiß LD. Und eine kriegt, oh mein Gott. 920.000 Masakiri. Nicht pay to win. Mm-mm. Ach, hör mir doch auf. Ja, aber wirklich, der bekommt nie was. Jetzt bin ich entsetzt. So, bis mir das jetzt rausgefunden hat, wie hier die... Lass mich doch in Ruhe mit deinem scheiß Paket. Jesus, hör auf!